Der Schickler Pfeberbrunn, Erich, also da lacht das Herz, oder? Bei dem Wetter und bei den Wettkämpfen. Ja, das ist klar. Da lacht natürlich das Herz. Also jetzt haben wir die letzten Zeiten viel zu warmes Wetter gehabt und genau, punktgenau zur österreichischen Meisterschaft ist natürlich jetzt kalt geworden und die Verhältnisse passen super. Jetzt haben wir die Siegerin, die Ricarda Haser. Ricarda, herzlichen Glückwunsch. Du bist österreichische Meisterin, das bedeutet schon was, oder? Ja, auf alle Fälle. Wo bist du her? Stell dir mal ein bisschen vor. Ja, ich bin die Ricarda Haser, komme vom Maurach am Achensee und gehe in die Hauptschule in Achensee, die 4. Klasse. Und was hast du für Ziele? Ja, jetzt einfach wieder gut fahren. Ich freue mich schon auf die nächsten 2 Tage. Was ist denn deine stärkere Disziplin, Riesenslalom oder Slalom? Ja, ganz unterschiedlich, aber eigentlich Slalom. Slalom, alles Gute auch, gell? Dürige. 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 Oh my God, what have I done? Dürige. All I wanted was a little fun. Dürige. Got a brain like bubblegum. Dürige. Blowing up my cranium. Dürige. Oh my God, what have I done? Dürige. All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Christian Juffinger. Also das ist schon, bedeutet einiges, österreichischer Meister im Super-G, oder? Was bedeutet es dir? Ja, das ist, für mich ist das sicher ein super Erfolg, weil ich bin einmal Zweiter geworden bei den österreichischen Meisterschaften und ganz knapp. Und es war einfach mein Ziel, dass ich einfach irgendwann mal in der Karriere österreichischer Meister werde. Ja, bei mir ist der erfolgreiche Trainer des Tiroler Skiverbandes, der Herbst Herre. Gratuliere, also ich muss sagen, 2 österreichische Meistertitel. Am ersten Tag, das sagt schon einiges. Ja, danke für die Gratulation. Ist natürlich ein sensationeller Auftakt für die Heimmannschaft praktisch in Tirol. Bei den österreichischen Meisterschaften so einen Auftakt zu feiern, ist eine tolle Sache. Und wir freuen uns jetzt auf den nächsten Bewerb bei den Schüler 1. Haben wir auch ein paar heiße Eisen im Feuer und vielleicht geht es da in der Donau weiter. Wir würden es uns wünschen. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. The whole car.